und hier die Startelf von Hertha BSC Berlin mit der Nummer 24. Ach, wär's doch nur ein Wunschkonzert hier im Stadion. Wir begrüßen Sie am Kommentatorenmikrofon, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Dankeschön, Manni. Herzlich willkommen zu diesem Fußballspiel. Und lange Rede, kurzer Sinn. Auf geht's. Gleich geht's los. Zwei Mannschaften, die in etwa ebenbürtig sind. Ja, da kann man, glaube ich, Manni, von Augenhöhe sprechen, von absoluter Ausgeglichenheit. Aber das könnte ja spannend werden. Und das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Ja, so kann es weitergehen. Und der Angriff wurde gestoppt. Ja, da kommt was auf uns zu. Schön das Spiel auf die Flügel verlagert. Und der kommt genau an. Tobias Weiß. Klasse Zuspiel. Toll, wie er das macht. Und? Nee, der geht nicht rein. Lustenberger. Alagui. Stark gemacht. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Das sieht gut aus. So sieht ein Pass aus. Sofort abgezogen und... Roberto Firmino. Polanski. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Die Möglichkeit. Beck. Und jetzt ist er durch. Manchmal musst du es auch alleine versuchen, aber es hat nicht geklappt. Da freut sich der Trainer. Ein wunderschönes Zuspiel. Gutes Stellungsspiel hinten in der Abwehr, auch bei diesem Flankenball. Ball im Seitenaus, ein Wurf. Alagui. Niemeyer. Ein sehr schöner Pass. Zweikampf um den Ballbesitz. Achtung, jetzt! Jonsson. Polanski. Guck mal hin! Ein gutes Stellungsspiel des Verteidigers und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Pekarik. Schöne Annahme, gut behauptet. Und nun Adrian Ramos. Und das macht er richtig gut. Kluge. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das wird ganz gefährlich. Achtung!
Alagui. Niemeyer. Und die Kugel rauscht ins Tor aus. Abstoß ist die Folge. Polanski. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Und Achtung, genau hingeschaut. Gut abgeblockt die Flanke. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Kluge. Ein harter Arbeiter für die ganze Wiese. Polanski. Sicher in der Ballbehandlung. Ja, so kann es weitergehen. Tobias Weiß. Ja, tolle Chance. Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Schöner Pass. Jetzt Schuss und das war eine Glanzparade des Keepers. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Ja, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Gibt Einwurf. Polanski. Jonsson! Die Abwehr schnappt sich die Flanke. Alagui. So zerstört... Oh! Er trifft den Pfosten! Sicherheit zuerst, das ist das Motto in diesem Zweikampf. Erklärt auf Kosten eines Einwurfs. Tobias Weiß. Polanski. Das muss es sein! Und mit diesem Foul stoppen sie einen höchst gefährlichen Angriff. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist, das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Die beiden sind sowas von ausgeglichen. Halbzeitresultat, wer hätte es anders erwartet, Buschi, unentschieden. Ja, an dieser Stelle sagt man ja auch, sie neutralisieren sich. Also das läuft wirklich auf eine Punkteteilung hinaus. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Ja, das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Und der Ball geht ins Aus. Es wird Abstoß geben. Pekarik. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Chance zum Konter, was machen Sie drauf? Das lief ja ganz gut, aber jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Lustenberger. Kluge. Wunderbarer Pass, das kann gefährlich werden. Und nun Salihovic. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Und der kommt genau an. Stark gemacht.
Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Dieses Risiko wäre ich auch nicht eingegangen. Erklärt zum Einwurf. Beide Trainer wollen jetzt noch mal frische Kräfte bringen. Die Chance! Und mit dem Kopf hat er es gemacht. Gibt Abstoß. Und nun Salihovic. Kluge. Niemeyer. Das sieht gut aus. Gutes, schnelles Passspiel. Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. So sieht ein Pass aus. Kopfballchance. Erstmal nur abgewehrt. Ja, klasse Aktion des Keepers. Und wieder verhindert er den Rückstand. Es bleibt beim Unentschieden. Da freut sich der Trainer. Und der Angriff wurde gestoppt. Polanski. Rudi. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Ganz schwacher Pass. Ziemlich kranker Pass. Roberto Firmino. Ein wunderschönes Zuspiel. Ja, da kommt was auf uns zu. Ein sehr schöner Pass. Und der Unparteiische lässt das Spiel weiterlaufen. Und das macht er richtig gut. Alagui. Sicher in der Ballbehandlung. Und jetzt haben sie die Chance. Das Bällchen ist noch heiß. Und wieder hält er mit dieser Aktion das Unentschieden in den Händen. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Toller Pass. Das ist keine Aufgabe für den Torwart hier. Nee, nicht wirklich. Also, das war easy. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Niemeyer. Ja, so kann es weitergehen. Kluge. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Ja, der Pass kommt an. Und Achtung, der könnte passen. Da wird der Trainer zufrieden sein. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Alagui. Gefährliche Flanke. Tor! Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es nicht.
In allerletzter Sekunde fällt hier noch das Tor. Lange hat es gedauert. Jetzt ist es passiert. Endlich das erste Tor in dieser Partie. Niemeyer. Kluge. Mit dem Kopf. Der Schiedsrichter hat die Begegnung abgepfiffen. Es war knapp. Das Endresultat 1:0.